Die Defendo-Herausforderung muss absolviert werden. Hier bei Harry Potter und der Stein der Weisen auf der PlayStation 2. Ich schaue jetzt mal rum. Ich will wieder raus. Ich will nicht. Ja, da sehen wir es schon. Endlich lernen wir diesen Zauber. Das Ding hat mich ja so schon genervt. Was ist das denn? Troll. Der Troll ist eine furchterregende, häufig gewalttätige und unberechenbare Kreatur von gleichermaßen auffälliger Kraft und Dummheit. Es gibt drei Arten von Trollen. Berg-, Wald- und Flusstrolle. Der Bergtroll ist der größte und heimtückischste. Trolle können mit Elasto außer Gefecht gesetzt werden. Alles klar. Jetzt kämpfen wir doch nicht gegen Trolle, oder? Die... Was war das? Ist das euer Ernst? Oh du Scheiße, ich werde sterben. Wow, ich stehe direkt davor und er trifft die Statue. War ja episch. Ein Troll. Ich weiß, wie man die besiegt. Ron und ich haben Hermine vor einem gerettet. Ja, nee. Ja, aber bitte, McGonagall sagte, wir hätten Glück gehabt, dass wir einen Troll überlebt hätten als Erstklässler. Und Professor Sprouch schickt uns jetzt gegenüber einen Troll. Wie bescheuert ist das? Wollen die hier die Schüler loswerden oder was? Haben wir zu viele Schüler hier? Haben wir zu viele Schüler? Dass sie jetzt welche umbringen müssen? So schafft man also Platz, hä? Ja, komm her. Komm du jetzt erstmal her. Oh, verdammt. Der war nicht gut. Komm, jetzt schlag. Och, war zu nah dran. Mein Gott. Man muss den einmal nur in Position bringen. Dann hat man's. Ich bin draufgetreten. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Zu spät. Okay. Na, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Einmal auch richtig ausrichten. Und dann haben wir's. Ja, jetzt müsste es gehen. Hallo? Zu weit. Gibt's doch nicht. Ich hasse es, wenn es nicht so richtig funktioniert. Okay. Jetzt wird's doof ein bisschen. So, komm jetzt her. Komm jetzt her. Schlag. Das gibt's doch nicht. Zu dumm, um besiegt zu werden hier. Es. Hallo, schlag hier drauf. Das gibt's doch nicht. Der ist doch jedes Mal einfach zu nah. Komm schon. Oh, und jedes Mal, wenn ich gut positioniert bin, dann fliege ich weg. So. Ich mag Trolle nicht. Ich finde das ein bisschen zu dumm gemacht. So, jetzt stehe ich doch perfekt. Geht doch. Und nochmal bitte. Jetzt bin ich zu nah. Ja. Ziemlich empfindlich, der Bereich, der getroffen werden muss. So, komm mal her. Komm mal her. So, jetzt habe ich den Bogen raus. Jetzt haben wir den Bogen raus. Trotzdem nervig. Oh. Hallo, ich will Elasto zaubern. Stör mich nicht. Okay. Hallo. Hier hin. Schlag. Okay. Hat nicht gezählt. Gar nicht. Nein. Also, ich stelle mich auch ein bisschen dumm an. Ich merk's, aber... Der ist schon ein bisschen bescheuert, den hier in der Mitte zu kriegen. So, komm her. Komm jetzt her. Und schlag. Geht doch. Mein Gott, Professor Sprout will mich umbringen. Oh Gott,
davon, wie die laufen, wie die letzten Mongos. So, jetzt komm wieder her. Ja, wieso hat das nicht gegolten? Ich stehe doch direkt neben Elasto, warum schlägt er da nicht drauf? Elasto! Och, nicht da drauf. Ach, und es verschwindet natürlich auch genau, wenn er da drauf schlägt. So, schlag drauf. Ach, und die Schockwelle hat mich doch erwischt. So, jetzt haben wir es gleich. Oh, nicht drauf springen. Und? Okay, jetzt hat es funktioniert. Mein Gott. Ich hasse Trolle. Ich hasse sie so sehr. Sowohl auf YouTube als auch hier. Scheiß Trolle. Ach Gott, Schilde müssen wir auch noch sammeln. Ein Herausforderungsschild. Gut, öffnen wir die Truhe. Ein Lebensbalken habe ich verloren. Kesselkuchen. Aber der wird jetzt ein bisschen aufgefüllt. Ja, ein bisschen ist gut. So gut wie gar nicht. Ich höre einen Schokofrosch. Aber ansonsten gibt's hier nichts. Ich kann auch nirgendwo hinspringen oder so. Nee. Wo? Wo bin ich? Widerlich. Oh Gott. Leber. Ich werde gejagt, ich werde gejagt. Boah, der ist aber fies versteckt. Muss ich sagen. Hä? Hey! Toast, Pfefferminz. Geh weg. Ohrenschmalzgeschmack. Ist da nicht dein Bau? Da Toast. Ist dein Bau. Oh, verdammt. Bäm! Voll gegen den Kopf. So, und jetzt rein mit dir. Puh. So, die schmeißen auch Bohnen raus. Okay, das war's. Schokolade. Kürbispastete. Yes, Kürbispastete. Danke. Kokosnuss. Kokosnuss. Ich liebe Kokosnuss. Rosenkohl. Kokosnuss ist geil. Popel. Popel, nein, das will ich nicht. Kaffee. Popel. Popel. Kaffee. Popel. Kaffee. Fischig. Sardinen. Kaffee lieber. Mit Sardinen geschmeckt. Okay, ich glaube, das war's. Ich kann hier nichts machen. Kutteln. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier. Sein hier, gibt es noch etwas? Nein. Alles klar. Dann gehen wir mal auf unsere improvisierte Brücke. Was hat das hier eigentlich mit Kräuterkunde zu tun? Das ist mehr so Survival-Training. Überlebe in der Natur oder sterb. Na toll. Kackunterricht. Dunkel wird's auch noch. Da kann ich Flipendo zaubern. Ich glaube, das machen wir auch. Flipendo! Oh, die armen Pflanzen. Flipendo! Ach so, die werden dann so klein. Wie komme ich denn an den ran? Flipendo! Flipendo!
Vielleicht ist das auch erst später möglich. Oder man muss alle... Man muss alle drei treffen. Boah, da muss man auch schnell sein, wenn das der Fall ist. Weil er will nicht auf den anderen direkt zielen. So. Nee, ich glaube, das ist nicht der Fall. Probieren wir es später. Ich glaube, da brauche ich einfach den Zauber, den man hier lernt. Sonst das nicht funktionieren. Okay. Ich höre wieder einen Schokofrosch. Marmelade. Rosenkohl. Es gibt ein paar Bohnen. Leber. Und da haben wir den Schokofrosch. Ich fand die Szene im ersten Film so geil, dass der Schokofrosch da am Fenster ging, raussprang aus dem Zug und dann wusch. Ja, armer Frosch. Er wird mir fehlen. Wir haben so viel durchgemacht. Naja, eigentlich nicht, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. So. Ohrenschmalzgeschmack. Ich sah überall... Kutteln. Oh Gott, wo bin ich? Da ist ein Herausforderungsschild. Was ist das? Cool. Eulenfutter. Eulenfutter. Popel. Mhm. Ah, da kann ich doch bestimmt noch was rausholen. Och Gott, es regnet Bohnen. Davon kann ich mir ganz tolle Sachen kaufen. Und ein Herausforderungsschild. Nummer 3. Schokolade. Die sind hier aber echt fies versteckt, muss ich sagen. Pfefferminz. Kaffee. Und ich kann Hedwig rufen. Machen wir mal. Hedwig! Kommt auch einfach so vorbei. Hallo. So. Hier hast du Futter. Mach was draus. Na, da bin ich gespannt. Ach, und das hätte ich nicht selber machen können, die Blätter wegmachen. Ist Harry zu dumm? Gibt's doch nicht. Dafür ist Harry zu dumm gewesen, die Blätter selber wegzumachen? Sondern das muss seine Eule machen? Da gibt's doch nicht. Echt komisches Spiel. Okay. Ich hoffe einfach mal, ich komme wieder hoch. Lumos! So. Na dann. Ja, ich glaube, es geht wieder nach oben. Es gehen wieder nach oben. Super. Alles klar. Super. Aber von welcher Richtung? Ja, ich glaube, ich bin so gegangen. Ja, genau. Und dann habe ich die Bohnen gesehen. Ah, da ist das Buch. Oh mein Gott. Was sind das für Dinger? Ich sehe tote Hunde. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Steht nichts in meinem Buch, aber da dauert die Ewigkeit, bis ich da durchsucht habe. Oh mein Gott. Warte, es sind Geister. Geister. Das bedeutet, sie sollten durch Licht besiegbar sein. Lumos! Au. Aber vorher werde ich zerfleischt. Ich habe doch keine Zeit. Helft mir. Irgendwer. Lumos! So. Ja, es verletzt sie.
aber nicht so stark. Oh, verdammt. Ich habe ein Problem. Komm schon, lad dich auf. Lumos! Oh mein Gott. Ich werde elendig sterben. Hilfe! Oh mein Gott, mein Arm, mein Arm! Ich hab die Tollwut. Lumos! Friss das. Und du das. Okay, es schwächt sie ganz gut. Also, es ist die richtige Taktik. Lumos! Ha! Der ist daneben gesprungen. Und jetzt habe ich euch. Und nochmal. Lumos! Wow! Du wolltest mich angreifen und du auch. Au. Mein Gott, ich hasse diese Viecher. Komm, jetzt hau ab hier. Ist nicht gut, wenn du da stehen bleibst. Okay, du musst ja auch nicht ganz aufladen. Komm, jetzt lass mich doch in Ruhe, du. Das reicht ja auch als Angriff. Also die Schüler hier sollen wirklich zerfleischt werden, habe ich das Gefühl. So, abhauen. Da gibt es noch einen Schokofrosch. So, der ist tot. Obwohl, der ist ja bereits tot. Vernichtet wurde er. Ghostbusters! Nanu, du hast doch überhaupt kein Leben. Dein letztes Leben versteckt sich wohl hinter dem Porträt, oder was? Oder ist das ein Bug? Ist... Jetzt wollt ihr mich verarschen, oder? Das ist doch kein Bug. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Bug? Kann der nicht sterben? Oh mein Gott, ihr macht mich fertig. Ganz ehrlich. Wenn das jedes Mal passieren würde, wenn ich ein Buch aufmache, na, das wäre was. Defendo. Wie die meisten anderen Zauber auch, hat der Abtrennzauber Defendo verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Du kannst Defendo zum Beispiel auf bestimmte Wandteppiche anwenden, um sie zum versteckte Eingänge freizulegen. Auch bei Rankengewächsen kann Defendo nützlich sein. Legen wir mal auf Kreis. Das Defendo Zauberbuch. Alles klar. Volles Leben habe ich auch. Ich probiere es mal an den Pflanzen da. Defendo! Oh, meine Kleider sind zerrissen. Wäre ich jetzt ein Mädchen, dann wäre das jetzt Defendo. Super schlimm. Vielleicht muss er aufgeladen sein. Defendo! Das interessiert der Pflanze überhaupt nicht. Hallo? Defendo! Vielleicht? Ah, jetzt habe ich's raus. Die muss erstmal geschwächt werden. Und dann... Haha. Ich bin so genial. Ich bin sowas von genial. Kesselkuchen. Und das... Und diese Erkenntnis für Kesselkuchen. Na toll. Ich bin so voller Freude plötzlich. Wo kommen die ganzen Schokofrosche her? Okay, dann werden wir halt im nächsten Part weitermachen. Bis dann.